Willkommen zurück, liebe Leute. Ich bin's, euer Troplay. Ihr seid hier auf dem Kanal von Troplay und bei den Pox. Hallöchen. Und was spielen wir heute? Ihr seht es schon. Sky Family. Ich meine nur... liegt nahe, steht im Titel, liegt im Thumbnail. Also, Sky Family. Ja, also. Ich dachte, wir spielen heute Griefer Games. Achso, okay. Sorry. Dann müssen wir jetzt die Aufnahme hier beenden. Ich sage, ich bin euer Tro. Wir gehen auf den Server in 3, 2, 1. Haut rein. Go! War noch gar nicht so wirklich bereit dafür. Oh, war das jetzt zu schnell? Ja, ein bisschen. Okay, so. Aber hey. Ist mir egal. Wieder los. So. Gut. Leider schon den ganzen Abend. Die letzte Folge, ihr habt gesehen, ich konnte es retten. Hatte halt einen kleinen Schnitt drin. Soll normalerweise nicht vorkommen. Bloß OBS meinte, nein. Ach, jeder muss mal schneiden. Will ich nicht. Mal schneiden. Neid ich halt, meine Güte. Ich habe ja eh nichts Besseres zu tun, ne? Außer schneiden. Schlafen. Schlafen wäre noch so eine Idee, oder? Ja, schlafen wäre auch eine schöne Idee, ne? Man muss dazu sagen, es ist Sonntagnacht, ja? Ich werde ja eh bis 2 Uhr wach bleiben und dann noch schneiden und so weiter. Und werde ja dann auch noch Dragon Ball Super gucken. Was übrigens noch dieses Jahr in Deutschland erscheinen, also im deutschen Fernsehen erscheinen wird, womit ich nicht gerechnet habe. Also wirklich dieses Jahr noch. So ist ja nur noch 2 Monate, ne? Dass ja, so ja. Rauskommen kann. Ne? So. Okay. Da hin und dann holen wir uns nochmal Wasser und dann, ich glaube, das mit meinen Scheiben nimmt so in Folge 260 irgendwann Formen an. Wieso? Weiß nicht, so langsam, aber sicher bin ich fertig damit. Das ist schon wieder nicht gefriert hier. Weiß nicht warum. Mit meinen. Ja, das. Weißt du, Türmchen nimmt auch schon Form an. Ich glaube nur, es wird einigen hier nicht gefallen auf der Sky Family, was ich da mache. Was machst du denn? Einen hohen Turm oder was? Ich muss jetzt dann gleich mal gucken, was Droh da macht. Ja, den hohen Turm mache ich, das ist richtig. Aber aus was ich den teilweise mache, glaube ich, wird einigen nicht gefallen. Aus Eiern? Nee. Knochen. Knochen? Auch mit. Nein, das Wasser ist wieder geschmolzen, auch mit den Jack-O-Lanterns. Echt? Ich dachte, du wolltest es vorher testen. Ja, das habe ich ja getestet. So. Bedeutet, ich kann nirgends Wasser. Ich sollte vielleicht das Wasser erst wegnehmen, bevor ich hier drin rumschwimme und jetzt dann gleich runterfalle. Weil ich muss wieder Cobblestone farmen, ey. Mann. Bedeutet aber auch, dass ich komplett im Dunkeln stehe. Naja, egal. Schon mal überlegt, vielleicht im Boden den Glowstone zu platzieren? So ein bisschen mittig? Das Problem ist, ich habe halbe Slabs. Also ich bin auf der unteren Ebene von den Slabs, dass mir nichts drin spawnen kann. Darauf kann nichts spawnen. Ja, eben. Dass eben nichts darauf spawnen kann. Ja, aber auf den Glowstone kann auch nichts spawnen. Ich mache den ganzen Boden aus Glowstone. Wie sieht denn das aus, wenn ich dann da so... den ganzen Boden. Einige Stellen. Ja, aber die stehen ja dann unten raus, diese Stellen. Warte mal, ich könnte mal... Dann machst du doch als Säule. Ich weiß, was du meinst. So. Könnte das theoretisch hier und hier platzieren. Direkt unter meiner Treppe. So, und jetzt schmilzt dann gleich wieder alles. Nee, eigentlich nicht. So von der Reichweite sollte es nicht schmelzen. Theoretisch nicht. Also, jedenfalls bei den Fackeln macht es das nicht. Ja, die stand ja da zuvor schon, die Fackel. Hab nur einmal geklickt, jetzt macht er das zweite Mal. Was soll die Kacke hier heute? Was macht er zum zweiten Mal? Ja, dass er zwei Blöcke nebeneinander sitzt. Meine Maus ist ein bisschen... Du sensibel eingestellt, hä? Ein Sensibelchen. Keine Ahnung. Bei Landwirtschaftssimulator musst du die Sensitivity hochdrehen, wie blöde, und... Mhm. Yay. Also ich bin ja die ganze Zeit schon am überlegen, ne? Es haben mich ja wirklich jetzt schon zwei Leute getrollt. Landwirtschaftssimulator? Nein, insgesamt drei. Hier bei Sky Family. Ob ich zurücktrolle, weil ich ja nichts dafür konnte. Aber es würde dann die ganze Zeit so eine Endlosschleife werden. Du wurdest getrollt. Ja. Gold? Ja. Echt? Das musst du mir jetzt erzählen. Nein. Einer war der Pox? Ja, das war ja nicht Absicht. So. Und dann die anderen zwei sind die gewesen, die dann meinten so von wegen, der Tro hat mich getrollt, dann troll ich mal zurück. War einfach der Pox. Ja.
Ist irgendwas in der Mobfarm los? Was ist das gerade bei dir? Warte gleich. Und jetzt, dass die jetzt da schwimmen, ne? Ne, ich sehe nichts. Doch, das Wasser. Ich sehe was. Bei mir so arg. Ich sehe was, ein Skelett, ist. Das ist schön. Ich könnte ja da unten eigentlich auch Lichter rein platzieren, ne? Ah, wäre von Vorteil. Wenn die da runterfallen. Dann mache ich gleich mal. Na gut, ich will es jetzt nicht herausfordern. Dem Creeper. So. Machen wir das Loch hier noch ein bisschen größer, weil ich habe rausgefunden, je größer das Loch über dem Wasser ist, also zum freien Himmel, so schneller gefriert das. Keine Ahnung warum. Oh. So, jetzt kann man auch erkennen, was das für Gegner sind. Yay, Gegner. Ich muss mir die Mobfarm jetzt mal genauer anschauen. Boah, es sind zwei Creeper. Holz rein. So. Alter, was kommt denn da jetzt runter? Jawohl. Was machst denn du? So stirbt. Wow, Arme. Warum sind da so viele Creeper? Weg da, nicht so dicht dran. Explodieren dann, du musst immer wieder weggehen. Alles cool. Trotz alledem. Lass mich raten, du brauchst jetzt Knochen ohne Ende. Ja. Yep. Wow. Alter. Ja, solange die im Wasser stehen, sollte nichts passieren. Sollte. Ich kenne mein Glück. Yay. Nicht, doch, zwei Knochen habe ich bekommen. Cool. So. Jedenfalls sieht man jetzt, was es für Gegner sind und die werden sogar von dem Licht angelockt, habe ich gemerkt. Echt? Ja, so teilweise. Cool. Wäre echt cool. Ist schon wieder teilweise sehr voll da drin. Gefriere Wasser, gefriere. Also noch ist nichts geschmolzen. Ich bin ganz zuversichtlich, dass das hier funktioniert. Ist doch schön, wenn du dich freust. Ja? Wie geht's denn unseren Kühen? Kühe sind schon verdammt nah an mein Haus gekommen, ne? Gott, hallo, jeder hat da irgendwo ein Leiden. Ich krieg wahrscheinlich dann die Schweine neben meinen Turm. Also nicht nur, dass ich dich dann neben mir habe, sondern halt auch noch Schweine. Ja, also nicht, dass man das jetzt verwechselt. Wo bin ich neben dir? Ja. Hinter deinem Haus? Hast du mal rausgeguckt? Oh, nein, ich war so beschäftigt, meine Fenster zu bauen. Oh, ich brauche was zum Essen. Dann sterbe ich. Warte, ich bring dir was vorbei. Merke ich gerade. Nee, brauchst du nicht. Ich gehe einfach ins Lager. Was? Das ist doch im Lager. Hier, nur für dich. Nee, ich will nichts von dir. Hattest du schon in der Hand. Mein Essen. Hattest du schon in der Hand. Wahrscheinlich hast du sogar dran geleckt. Ja, natürlich. Mein Essen. Hey, jetzt hast du's. Nö, ich nehme gerade meine zwei Kuchen. So, ich muss jetzt mal... Ah, du machst das so. Teilweise mit Bone Pile Blocks. Kann man, glaube ich, auch bisschen, okay. Also... Wenn du die nochmal ins Crafting-Feld legst, dann kriegen die so eine Struktur wie Quarzblöcke. Weiß nicht, ob das in Vanilla Minecraft so ist. Ich sag das jetzt einfach mal. Nein, das kann ich jetzt schon sagen, nein. Okay, gut. Sind wir uns einig. Wird gleich schon wieder dunkel. Cool ist, ich habe hier drin noch gar kein Licht platziert, ne? Das ist tödlich. Das ist nicht cool, das ist tödlich, lieber Tro. Cool. Ach so, ja dann. Nein. Todestower werden. Oh, die Helligkeit ist so... Ich würde jetzt mal sagen, suboptimal, aber lass uns schlafen. Okay. Flieger. Und ich bin Monster Hunter. Fliege, ich fliege, ich bin schon auf dem Weg zum Bett. Wie, du kannst fliegen, du Cheater? Ja, ich fliege. So. Und wieder hin da. Ja, halt, ich brauche wieder Cobblestone. Weil die Treppe, die wollte ich eigentlich aus was anderem bauen. Die Treppe wollte ich aus anderem Holz bauen. Jetzt müssen wir mal gucken. Der Baum wächst nicht, weil hier noch was drunter ist. Egal. Yay. So. Gut. Dann will ich dafür jetzt das helle Holz haben. Turm muss ja nur von außen so aussehen. Ey, Pox, ich kann in dein Haus gucken. Nein!
Gar nicht. Natürlich. Kannst du dann gucken. Mal aus deinem rechten Fenster raus. Da, wo gerade die Blöcke gefrieren. Mit dem Wasser. Guck mal, wo ich bin. Kann ich aus meinem Fenster... Hör auf! Nein! Das muss jetzt nur noch gefrieren, dann ist alles fertig. Ja, richtig, darum ja. Darfst du nicht vor deinem, mit deinem Haus vor mir fertig werden? Mein Haus ist dann noch nicht fertig, bis ich Tropensetzlinge auf dem Dach habe. Mich würde ja immer noch interessieren, ob man überhaupt mit Pfeil und Bogen... Ups. Ob man damit die Eisblöcke kaputt kriegt, warte mal. PvP-Event wäre das, glaube ich, interessant zu wissen, oder? Ja, aber vielleicht nicht mit dem. Nee, nee, achso. Nee, geht nicht. Yes! Ich bin sicher. Das Problem ist, das ist die Folge. Also, na gut, ich kann da noch ein bisschen aufnehmen. Bis zum PvP-Event sieht es ja dann schon wieder anders aus hier. Ich wollte gerade sagen, das ist die Folge nach dem PvP-Event schon eigentlich. Nee, das ist die noch vor. Also eine danach kannst du noch aufnehmen, rein theoretisch, für Dienstag. Dienstagabend ist die Aufnahme. Ach so, ja klar, stimmt. You remember? Ja, dann ist das die Folge vor dem PvP-Event, stimmt. Hast du recht. Nee, so, das ist jetzt eine Montagsfolge, oder? Nein, das ist meine... Die zweite Aufnahme jetzt. Ja, das Sonntag kommt keine, oder was? Bitte? Ist das nicht... Sonntag kommt keine, nee. Doch, so. Nein, warte mal. Das ist die Dienstagsfolge, die wir jetzt gerade aufnehmen. So, jetzt, dann passt es mit dem PvP-Event. Danke für die Pfeile. Ja, immer wieder gerne. Das ist die Dienstagsfolge, weil bei mir kommt der Minecraft nur alle zwei Tage, leider. Aber was mit Osiris zu tun. Jetzt hätte ich... Damn, die Blöcke muss ich auch noch wegmachen. Ah, da fängst du jetzt ernsthaft an, jetzt noch Chaos zu machen. Wie Chaos zu machen? Chaos, wie Chaos zu machen? Ja, ganz einfach. Fehlende Scheibe hier? Ach, das ist kein Thema. Nee, Kater. Nicht du, Pox. Ach, Kater. Ja, mal passieren, oder? Ich find's ja schön, dass du dich angesprochen fühlst. Vater Pox. So, ich möchte bitte den Slab hier, danke. So. Hab ich jetzt echt Bock missgebaut, Leute. Oh, von unten. Warte mal, nee, warte mal. Warte. Ja, hab ich. Denk ich nur hier. Hinweg und. Hoch. Aber. Genau so mache ich das. Ha. Was machst du denn? Ich baue jetzt gerade schon meine. Ich habe ja hier viele Verteidigungsmöglichkeiten so. Hier in meiner Ecke. Ich frage mich auch, wann du deine Villager-Farm weitermachst. Sobald ich einen zweiten Villager habe. Und außerdem muss vor dem PvP-Event mein Haus fertig werden. Das bedeutet, ich habe noch 2 Minuten 14 Sekunden. Ist nicht so cool. Um noch eine ganze Reihe Glas einzubauen. Eisglas. Ach, was weiß ich. Boah, aber ich finde mein Haus von vorne ganz schön eigentlich jetzt so. Zumindest fürs erste Geschoss. Es ist doch schön, wenn du dich freust. Ne? Ja, Bock. Oh, da freut sich der Bock. So. Gut, jetzt hier drunter. Wird hier echt eine Feinarbeit, das sage ich dir. Wie ich denn das hier am besten jetzt? Ah, Mist. Nee. Ich hab die ganze Steinachs durchgehauen. Ja, gar nicht hier in das Konzept, was ich vorhabe. Doof. Box ist doof. Ja, ja, ich weiß, danke. Du auch. Weiß ich. Ach, verdammt, die Zeit ist gleich. Nein, die Zeit ist um. Jedenfalls bei mir. Ich hab noch eine Minute. Ah, ich muss dann anscheinend mit nur einer Fensterscheibe auskommen. Soll. Ach ja, Leute, so ist das Leben. Hart, aber unfair. Ja. Und mit nur einer Fensterscheibe. Beziehungsweise mit einer fehlenden Fensterscheibe. Gefriere jetzt, du blöder Block. Gut, dann gehe ich mal runter vom Server. Ja,
Ich habe eigentlich noch 10 Sekunden, deswegen die nutze ich jetzt noch voll aus und setze hier den Wasserblock noch hin und hoffe mal, dass ich nicht sterbe. So, disconnect. Gut. So. Okay. Gut, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Morgen gibt es noch eine Folge Vorbereitung bei mir für PvP, beim Pox nicht. Nein. Nee, Pox, der hat dann nämlich das PvP-Event, das nimmt dann nämlich auf am Dienstag, damit er es gleich für die nächste Folge dann rendern kann, ne? Jawollo. Und ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich. Und sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro. Ich habe hier haufenweise Nachrichten bekommen, haut rein. Tschüss. Tschüss.